Einen 1,60 Meter langen Stollen präsentierte Dülmen Marketing jetzt bei der Eröffnung des Dülmener Weihnachtsmarktes. Und der kann sich in diesem Jahr sehen lassen. Es gibt einige Änderungen. Für eine Stadt wie Dülmen dauert er erstaunlich lange an. Also wir haben 23 Tage, wir haben den nochmal verlängert. Vorher war es halt so in den vergangenen Jahren, dass er bis zu dem Sonntag vor Weihnachten ging. Und nun ziehen wir den bis zum Tag vor Heiligabend, also bis zum 23. Dezember durch. Also wir haben 23 Tage Weihnachtsmarkt in Dülmen. Wir haben zudem 50 Hütten. Was auch für eine Stadt wie Dülmen in der Größe Dülmens sicherlich was ganz Besonderes ist. Und er geht erstmals über die Marktstraße. Wir bieten jetzt halt einen Rundlauf an über die Marktstraße, Viktorstraße bis hin zum Marktplatz. Das erste Kläppchen am Adventskalender im Rathaus tut sich auf. Das Angebot an den Ständen ist groß. Darunter viele Stände mit Kunsthandwerk und Geschenkideen, passend zur Weihnachtszeit. Vom Marktplatz geht ein Rundlauf über die Markt- und Viktorstraße zur Münsterstraße, von dort wieder zum Marktplatz zurück. Kurzfristig wurde dazu auch die Baustelle hinter dem Rathaus weihnachtlich gestaltet. Wir haben natürlich auch viele Personen, die irgendwelche Bastelarbeiten etc. anbieten, weil dieser Punkt ist uns ja auch ganz besonders wichtig. Wir wollen halt nicht nur Essensständer etc. haben. Ja, wir haben Vereine hier, wir haben ganz viele Dülmener, Privatpersonen, die zu uns kommen. Also das ist eine ganz bunte Mischung. In diesem Jahr gibt es sogar mehr Aussteller als Hütten, da die Betreiber verschiedener Stände wochenweise wechseln. Natürlich dürfen die Imbiss- und Getränkeangebote auf einem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Auch diesmal finden die Besucher wieder eine reichhaltige Auswahl verschiedener Speisenangebote. Bei den kalten Temperaturen sorgt besonders der Glühwein für reißenden Absatz. Sehr schön, da wir mehr Buden haben und alles andere wird sich noch ergeben. Ich verkaufe Tierspielzeug für Hunde und Katzen, mache handgefertigte Halsbänder und Hundeleinen. Also ich bin mit dem heutigen ersten Tag schon sehr gut zufrieden. Um alle Hütten zu besuchen, muss man schon etwas Zeit mitbringen. Der erste Eindruck vom Dülmener Weihnachtsmarkt war positiv. Der Dülmener Weihnachtsmarkt scheint ja dieses Jahr doch recht attraktiv zu sein. Ich habe noch nicht alles betrachtet bisher, aber was ich auf der einen Seite heute gesehen habe, macht ja schon sehr netten Eindruck. Und ich denke auch mal, diese neue Rodelhütte ist eine Attraktion, die auch sicher einige Gäste dann mehr anziehen wird. Bis zum 23. Dezember besteht jetzt die Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die Standbetreiber hoffen auf trockenes Wetter und viele Besucher.